Wir, also der Musikverein Norderstedt, für den ich bei Norderstedt Marketing aktiv bin, ist fast seit der Gründung von Norderstedt Marketing im Jahr 1997 Mitglied. Passt von Anfang an. Wir als Kulturträger bekommen eine großartige Unterstützung von der Stadt Norderstedt, wie auch alle anderen Kulturträger. Und für den Standort dann etwas zu tun, liegt eigentlich nahe. Dazu kommt, dass natürlich die Vernetzung zwischen Wirtschaft und Kultur für alle Beteiligten sehr sinnvoll ist und Norderstedt Marketing bietet diese Möglichkeit. Der Spaß an der Arbeit, die Chance auf die Möglichkeit, etwas für und in Norderstedt bewegen zu können mit dem Verein Norderstedt Marketing. Ich selber bin im Vorstand, im erweiterten Vorstand tätig seit einigen Jahren und bin in der Projektgruppe für den Abend der Norderstedter Wirtschaft mit dabei. Zum einen auf jeden Fall der Abend der Norderstedter Wirtschaft. Da trifft man viele Bekannte, da kommt man in wirklich tolle Gespräche. Zum anderen die Forumsveranstaltungen sind für mich und für uns als Musikverein immer ganz wichtig, weil wir da mit anderen Kulturträgern, aber eben auch wieder mit Wirtschaft und verschiedenen anderen Leuten in Kontakt kommen. Norderstedt Marketing zum Beispiel hat jetzt die kulinarische Fahrradtour, was für das umweltbewusste Denken in Norderstedt natürlich sehr wichtig ist, sehr schön ist, dass das gemacht wird. Nachhaltiges Norderstedt wird von Norderstedt Marketing unterstützt. Es gibt eine Reihe von Projekten, die dort begleitet werden. Für die Stadt ist Norderstedt Marketing insoweit relativ wichtig aus meiner Sicht. Historisch zum Beispiel mit der Unterstützung und der Initiative am Gewerbegebiet Nordport, mit der Initiative um die Landesgartenschau. Da sind Projekte, die nachhaltig für Norderstedt einen Nutzen haben, mit initiiert worden. Für den Verein, wir sind ein Norderstedter Kulturträger, wir sind in Norderstedt ansässig und da gehört es dazu, dass man mit Norderstedterinnen und Norderstedtern ins Gespräch kommt. Der Musikverein Norderstedt hat drei Ensembles, das ist die Fishhead Horns Big Band, das ist das Jublano, das junge Blasorchester Norderstedt und das ist das symphonische Blasorchester Norderstedt. Insgesamt etwa 180 aktive Musikerinnen und Musiker und über 200 Mitglieder. Neue Musiker sind in jedem der Ensembles jederzeit willkommen. Da kommt man einfach mal zur Probe, guckt sich das an, spricht mit den Leuten, ob es einem passt oder nicht passt und setzt sich mit dazu und macht mit. Jedes Ensemble hat seine eigenen Auftritte, seine eigenen Konzertveranstaltungen. Das Symphonische Blasorchester zum Beispiel mit 75 aktiven Musikern spielt dreimal im Jahr in der Tribüne in Norderstedt vor fast ausverkauftem Haus teilweise. Bis auf den letzten Platz ausverkauft. Es gibt Konzertreisen. Das Symphonische Blasorchester ist regelmäßiger Teilnehmer beim Deutschen Orchesterwettbewerb, der alle 4 Jahre in ganz Deutschland stattfindet, wo man dann 3-4 Tage unterwegs ist. Und so geht es für alle Ensembles, dass Reisen dabei sind und eigene Konzertveranstaltungen. Für aktive Mitglieder 120 Euro, also 10 Euro im Monat. Wir haben in allen Ensembles professionelle Dirigenten. Das Notenmaterial ist teuer, sodass das ein sehr, sehr angemessener Mitgliedsbeitrag ist. Das Interesse ist da. Die ganztägige Schule macht ein paar Probleme, bietet Herausforderungen, die zu lösen sind. Der Musikverein veranstaltet genau aus diesem Grund in den Herbstferien immer einen einwöchigen Workshop für Blasmusik, für junge Menschen, die seit etwa einem halben Jahr, einem Jahr ein Instrument spielen.